Auch wenn uns das Meer bereits ruft, ich würde sehr gerne heute bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor, ein paar Aufträge machen. Von der Jobagentur, ne? Weil ich glaube, sonst macht die eh keiner. So, Leute, willkommen zurück. Damit zu der neuesten Folge. So, die ersten sind ja eh noch ganz kurz. Ne? Ich guck mal. Hallöchen, Hilfe brauche ich natürlich nicht von dem Typen. So, also, okay, guck mal hier. Alter, legendäres Buch. Genau, das haben wir sowieso schon. Der Orden von einem unbekannten Auftraggeber. Gaumenschmaus, Herztorte, Jobangebot. Das ist alles neu. Hilf Papa. Und da kommt ein legendäres Buch, können wir einfach mal abgeben, ne? So, ich möchte, dass jemand das legendäre Kochbuch für mich sucht. Der Ort, an dem es sich befindet, ist zu gefährlich für mich schwache Person. Kommt zunächst in mein Haus am Rohlinger Markt. Dort erkläre ich dir dann die Details. Du möchtest also den Auftrag von Raclette T annehmen? Ja. Okay. Also dann gib dir Mühe, Mann. Mach ich doch. Oh Leute, dieser Fragezeichen-Auftrag, ja, das ist schon mal ein sehr, sehr cooler, weil der einen optionalen Partner beinhalten wird. Ihr kennt das doch alle, ne? Ihr wisst genau, wer das ist. Und da überlege ich, eigentlich könnte man das jetzt echt schon holen, ne? Oder vielleicht noch nach dem nächsten Kapitel. Ich meine, das eilt jetzt nicht so. Ich würde vielleicht sagen, nach dem nächsten Kapitel, weil das so ein bisschen länger. Das geht schon. So, also hier dein Auftrag. Hallo! Ah, du übernimmst den Auftrag? Diese Sache ist von enormer Wichtigkeit, also hör gut zu. Vor langer, langer Zeit gab es einen legendären Koch mit dem Namen Ernera. Da muss ich vom ersten Mal schon so lachen. Es heißt, wenn man sein Buch liest, wird man befähigt, die tollsten Sachen zu kochen. Allerdings handelt es sich um ein sehr altes Buch, das nicht mehr im Handel erhältlich ist. Und kein Neudruck mehr, keiner hat die Lizenzrechte. Aber ich habe gehört, dass der ehemalige Bewohner der Spukabtei dieses Buch besaß. In der Abtei soll es ein verstecktes Zimmer geben. Bestimmt liegt es dort irgendwo versteckt. Ich muss dieses Buch unbedingt bekommen und lesen. Bitte besorge es mir. Ich hab's, das Kochbuch. Geil, offensichtlich von Ernera. Wow, das ist es. Das Buch von Ernera. Gib her, schnell. Schuppen. Na, so also. Tralalalala. Guck dir das an, Barbara. Unglaublich, oder? Geschafft. Alter, aus Pilze und Honigsirup habe ich einen Honigpilz gemacht. Endlich kann ich Gerichte kochen, die aus zwei Zutaten bestehen. Ein wahr famoses Buch und ich kann es sofort benutzen. Ich danke dir. Nimm das hier als Belohnung. Yeah! Ein Honigpilz erhalten. Ein Pilzdessert von Raclette T. Stellt 5 KP und 5 BP wieder her. Okay. Dankeschön, der erste Kochrezepte-Vollendung kriegen wir gleich mal geschenkt. Da ich nun in der Lage bin, Gerichte aus zwei Zutaten zu kochen, komm vorbei, wann immer du Appetit hast. Ich werde dir zauberhafte Speisen zubereiten. Dein Auftrag ist erledigt. Sehr schön. Ja, ne? Schön wieder eine kleine weitere Fähigkeit der Erweiterung freispielt dadurch. Das sind die Aufträge, lohnen sich wirklich. Und ja, ich glaube, ich... Ja, Leute, komm, wir machen mal diesen optionalen Partner. Denn den Huliko wurde ich als letztes, weil es... Ja, weil es halt ein optionaler Partner ist. Wir holen erstmal alle normalen im Storyverlauf und so. Wollen wir erstmal alle haben. Aber dann ja, nach dem nächsten Kapitel, Leute, dann geht's los. So. Wer hat denn noch hier einen Auftrag? Liefere Zeug von El Gumbo, ne, der ist ja auch hier. Fang den Kerl, Marktforschung, Gumbo. Ich hab Hunger. Alter, such mich. Warum? Was ist denn nochmal das eine? Oh Gott, Bubuma will einen Lebenspilz. Besuch mich. Ey, wir haben Such mich und Besuch mich. Hilf Papa, Jobangebot von Totskova. Das wird auch nochmal wichtig. Später aber, ja. Herztorte, Knospi will einen Gaumenschmaus. Nee, dann erstmal die von oben nach unten. Liefere Zeug. Mein Name ist El Gumbo und ich habe eine Lieferung zu überbringen. Leichter Job, Mann. Ich kann aus gewissen Gründen nicht in die Stadt gehen. Hol das Zeug also hier ab. Du findest mich an Rohlinger Markt, hinter dem Haus von Raclette T. Also Auftrag annehmen von El Gumbo. Ja, den Typen kennen wir so ja schon. Also dann gib dir Mühe. Unser Ruf steht auf dem Spiel. Ja, ihr macht doch gar nichts. Also viele Aufträge sind es eigentlich nicht. Da kommen glaube ich richtig viele, obwohl ich die genaue Anzahl ja nicht mehr weiß, wie viele damals wirklich waren. Ich glaube mehr als 30, oder? So, El Gumbo, Mann, hier stinkt es voll. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Machen wir also schnell. Übergib das hier Gumbaniel. Du findest ihn vor dem Haus von Professor Gumbath. Jetzt aber ist das hier heiße Ware, oder was? Und pass auf, dass dich niemand verfolgt.
je, ein Paket erhalten. Eine Lieferung für Gumbanie von El Gumbon. Solltest du nur irgendwas noch wissen? Was ist denn noch? Überbringe Lieferung und zwar schnell. Du weißt doch, oder? Gumbanie ist vor dem Haus vom Professor. Gib ihm das Zeug. Pass auf, dass sich niemand verfolgt. Vor allem keiner von den Bullen. Alles klar, verstanden. Wird die heiße Ware hin und her geschachert. Gumbanie, weil die sehen alle gleich aus. Sind wir so richtig so eine Vierlinge oder Fünflinge von diesen selben Gumbas? So, hallo, hier, ich hab Lieferung für dich. Guck mal. Was zum Hey? Schuss. Das ist sehr so ein verdeckter Ermittler. Ach, das Zeug. Das nehme ich dir ab. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand findet. Sag das, El Gumbon. Und du? Du solltest die Sache hier besser schnell vergessen. Also vergiss nicht. Vergiss es. Geh und hol dir eine Belohnung von El Gumbon. Du bist erst fertig, wenn du dem Auftraggeber gesagt hast, dass alles erledigt ist. Na okay. Tja, da muss man jetzt ein bisschen hinne machen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ich später, denn wenn wir die ganzen Aufträge machen, dann wird das wieder ein richtig schöner Schnibbelpart, weil wir ja jetzt nicht nur in der Stadt hin und her rennen müssen später. Nee, da müssen wir auch bis ganz weite Gebiete durchqueren. Was natürlich durch die Abkürzung nicht schwer ist. Hast du es übergeben? Dann ist mein Kopf aus der Schlinge. Was zum... Ach ja, deine Belohnung. Mein Kopf lasse ich mir schon was kosten. Da, bitte. Je, 30 Münzen. Nicht schlecht. Dankeschön. Auftrag ist erledigt. Komm, Yoshi. So, machen wir noch einen. 3 Münzen, ja. Ja, der Ede mit den Such mich, ey. Ach, man, ist so toll, weil das die Itemliste verdoppelt. Das müsste der Auftrag gewesen sein. Dann können wir mehr tragen, aber... Ich finde ja diese 5 extra Item-Slots, die sind ja schon sehr, sehr angenehm und ausreichend für diese ganze... Game an sich. So, Marktforschung von Wuff. Weißt du nochmal, Wuff? Fang den Kerl. Vor allem schlag mich. Marcello, der braucht wieder die Schnauze. Was ist das denn? Das sind alle so Leute, die sind noch in der Stadt hier. Also gucken wir mal. Ich bin Wuff. Ich möchte ein neues Geschäft eröffnen. Daher brauche ich Informationen über die marktüblichen Preise. Natürlich kann ich nicht selbst zur Konkurrenz gehen, um mich zu informieren. Ich möchte wissen, wie viel Feuerblume, Schäfchen und saures Tonic hier kosten. Feuerblume, Schäfchen und saures Tonic, okay. Du findest mich direkt vor diesem Gebäude. Okay. So, soll ich erstmal den Laden gucken gehen? Hier ist er einfach. Hallo, ich hab den Auftrag angenommen, Sir. Und, hast du die Preise in Erfahrung gebracht? Achso, nee, noch nicht, nee, sorry. Na dann los! Ich möchte wissen, wie viel man im Rolling-Laden für Feuerblume, Schäfchen und saures Tonic bezahlt. Und dann will er einfach billiger verscherbeln oder was? Was ist das denn? Ey, Marktforschung also? Das ist bestimmt richtig wertvoll, was wir hier für Arbeit machen. Also, da mal ordentlich Kohle rausrücken, ey. So. Also, eine Feuerblume kostet 10, Schäfchen 8 und saures Tonic 3. Also so 21. Jo, 21. Ey, das geile Buch, Mann. Band 1. Ja, müssen wir uns irgendwann holen. Müssen wir uns alles irgendwann holen. Ich hol's mir einfach jetzt. So, für Super Luigi bekomme ich 64 Münzen. Willst du zuschlagen? Ja. Herzlichen Dank, Mann. Geil. So, dann können wir später alles noch durchlesen. Jetzt kriegen wir pro Kapitel immer mehr dazu. So, okay, hab mir die Preise gemerkt. Uff, ey, dieser Wuff. Als ob man da nicht selber hingucken kann. Mit Sonnenbrille oder so, erkennt die doch keiner. Reicht. So, du Spinner. Und, hast du die Preise in Erfahrung gebracht? Ja. Alles klar. Na dann, sag es mir. Also, wie viel kostet eine Feuerblume? Die kostet 10. Von 90? Aha, alles klar, ja. Und was kostet das Schäfchen? Kostet 8 Münzen. Wirklich? Ja. Und was kostet das saure Tonic? Alter, was sind das für komische Preise? Das kostet 3. Kann man den auch irgendwie verarschen? Unglaublich. Ist ja kaum zu unterbieten, dass die das so billig verkaufen können, ey. Ja, siehst du mal. Ah, so richtig lohnt sich das nicht, hier einen Laden aufzumachen. Das war sehr informativ. Hier deine Belohnung. Danke, Mann. Ja, informativ, aber vielleicht auch ernüchternd für ihn, wa? Jetzt hat er nicht mehr so wirklich Bock. Auftrag ist erledigt. Ich meine, wenn man jetzt voll übertreibt, hätte er dann irgendwie den Laden aufgemacht irgendwo? Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie mehrere Outcomes haben, diese Quests. So, fang den Kerl. Und Gumbo. Hallo, mein Name ist Gumbo. Bring mir den Kerl, der mich beim Kartenspiel betrogen hat. Du findest mich auf dem Rohlinger Markt. Sprich mich einfach an. Okay, okay. Warte mal. Haben wir nicht... Wir haben doch schon mit ihm gequatscht, ne? Das ist doch der Typ hier... Irgend so ein Dieb? War der das nicht hier? Nee, du bist der hinter der Wand.
der hinter der Wand war, der sagte, ich hab dir vorhin beim Kartenspielen abgezockt, das war geil. Irgendwie so, der war das doch, ne? Ach man. So, okay, Gumbo, was ist denn los? Du wurdest abgezockt? Scheinst du überhaupt keine Ahnung zu haben, also hör gut zu. Es gibt hier in Rohling einen sehr berühmten Was weißt du schon? Nächstes Mal habe ich was Neues für dich. Okay, das war der ja gar nicht. Was bist du, Gumbo? Er ist Gumbo. Oh, hallo, hast du den Auftrag übernommen? Also hör zu. Der Bandit Ganovo hat mich beim Kartenspielen um viel Geld geprellt. Ich will mich bei ihm rächen, aber der Kerl entwischt mir immer zu. Er muss sich irgendwo in Rohlingen versteckt halten. Finde ihn also. Die Banditen erkennst du an ihrer Maskierung und dem blauen oder grünen Umhängen. Es gibt einige in Rohlingen. Der hier flüchtet sofort, wenn du ihn ansprichst. Du wirst reich belohnt, also finde ihn. Okay. Das müsste halt der Typ gewesen sein, da, ich weiß nicht. Ich rede mal mit dem, aber der haut dann ab. Wohin haut er denn ab? So, du warst es doch, ne? Hallo? Hä? Was willst du? Du hast hier nichts zu suchen, verschwinde! Was? Ich soll das Geld zurückgeben, Mann? Bist du etwa der Schuldeintreiber? Ja. Jetzt ist hier, ich bin hier der Debitorentyp hier, her jetzt. Verdammt, dass du mich hier gefunden hast. Hey, hey. Oh Mann, ich weiß ja nicht, wo der jetzt noch hinrennt. In dieses alte Versteck hinterm Haus? Da rennen die doch alle hin, oder? Da ist doch der Typ hingerannt, der uns abgezockt hat. Ich guck mal. Ist das vielleicht so ein Diebesversteck? Ich weiß es nicht. Okay, bist du jetzt der Typ? Was willst du, Mann? Komm einfach nicht in mein Versteck reinspaziert, Mann. Und wie gefällt's dir? Schwer zu finden, oder? Perfektes Versteck. Jetzt ist es so dreckig, dass es zum Himmel stinkt. Normale Leute würden sich hier nie reintrauen. Okay, Leute, er ist es nicht. Er ist es nicht, Leute. Wo ist der hin? Dann guck ich mal ein bisschen hier rum. Ey, jetzt muss ich den Typen untersuchen, ey. Fang den Dieb. Sag mal, wo soll der sein? Hat der den nicht vorbeirennen sehen? Sag mal. Du, der müsste hier vorbeirannt sein. Na, hast du den Ganovo gefunden? Er ist ein ziemlich harter Knochen. Der gibt so schnell nicht auf. Du darfst ihn nicht locker lassen. Die Banditen erkennst du an ihren Maskierungen und ihren Klamotten. Alles klar, ja, ja. Finde ihn. Du wirst reich belohnt. Ja, wo könnte der denn hier ran sein? Ich geh mal runter zum Wasser. Nö, weil eigentlich schon Corsario auf uns wartet, aber... dieser kleine Schummler, dieser kleine Sack. Hallo. Oh, der Schuldeneintreiber. Ganz schön aufdringlich. Fang mich doch, Mann. Mann. Wie einfach verschwunden ist. Corsario denkt sie auch, Mario, wolltest du nicht hier, was ist denn mit dir, wolltest du nicht herkommen? Also wenn er wieder nach hier gerannt ist, ja, wo könnte er denn jetzt sein? Vielleicht geht er jeden Stadtabteil mal durch. Oder ist jetzt nach hinten gerannt? Kann auch sein, dass er hier jetzt steht. Nö. Ach, der kleine Yoshi, der trägt mich überall hin. Alter, du krankes Schwein. So. Mann, Mario, stell dich doch mal anders hin, dass er nicht gleich wieder abhaut. Oh, der Schuldeneintreiber. Hey, verdammt aufdringlicher Kerl. Aber auch ich bin ein Mann. Also bitte tu, was immer du tun musst. Du wirst verkloppt jetzt. Oh, ho, ho, du hast ihn erwischt. Hier, deine Belohnung. Geil, 30 Münzen. So, jetzt macht das unter euch aus. Na gut, von meinem Geld ist eh nichts mehr da, oder? Dafür mache ich dich fertig. Hey, nein, gerade. Tja, dein Auftrag ist erledigt. Tja, jetzt muss er seinen Anzug, kann er jetzt in blauen Flecken, die blauen Flecken kann er verdecken, wenn er den blauen Anzug einfach weiter anhält, ne? So ist das nun mal. Alter, einfach verkloppt. Ja, Leute, das ist Rohling. Wir sind hier halt immer noch in Rohling. Ne, und da ist es alles ein bisschen rauer, ein bisschen anders und ein bisschen abartig. So. Schuppen, komm, wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Ist doch gerade so lustig. Also, Marcello will aufs Maul. Okay, ich bin Marcello. Du musst mir helfen, mich an etwas zu erinnern. Du findest mich am Rohlinger Markt, direkt vor dem Laden. Okay. Ich weiß ja, wer das ist. Hups. Marcello. Warum will der aufs Maul, Mann? Weil Schläge auf den Hinterkopf erhöhen doch nicht das Denkvermögen, oder? Das ist doch bloß ein altes Gerücht, dass man denn sich besser erinnert. Na, okay. Hallo. Wie soll ich denn jetzt wirklich... Danke, dass du meinen Auftrag übernommen hast. Neulich habe ich von einem enorm profitablen Geschäft gehört. Aber leider habe ich komplett vergessen, worum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Schlag mich also bitte mit deinem Hammer, bis ich mich wieder erinnere. Aber wenn du mich weiterschlägst, obwohl ich mich erinnere, vergesse ich es wieder.
Hilf mir bitte. Alles klar. Los, drück mal B. Ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht. Ich weiß 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 nicht. Ich hab's. Jetzt weiß ich es wieder. Wenn ich im Rohlinger Laden Schäfchen kaufe und sie im Blütenweiler verkaufe, verdiene ich an jedem einzelnen 2 Münzen. Zum Dank höre ich meinen Rat. Übertreibe es nicht. Der hat auch das erledigt. Ey, das ist ja wirklich ein guter Tipp. Also der ist legit halt. Das könnten wir jetzt halt wirklich so machen, wenn wir Geld wollen. Aber das ist ja, das wirkt alles so ein bisschen sehr offen. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Und langwierig, ne? Weil so 4 Items können wir gar nicht mitnehmen, wie ihr sagt. So, wann haben wir denn noch da? Hab Hunger. Na, Bob Omsk. Bob Omsk? Ja, wenn ich denen was zu essen kochen muss, ist natürlich doof, ne? Such mich Kupil. Zuhörer gesucht. Oh, vom Bürgermeister. Oh. Ja, okay, jetzt sind wir hier aber schon. Jetzt kommen schon diese anderen Gebiete hier dazu. Das halt jetzt wir die Stadt langsam verlassen müssen. Hm. Bob Omsk. Ist nur einer von Rohling? Ich habe Hunger. Besorge Items. Ach Leute, ich glaube, wir können es erstmal lassen, oder? Das war ein kleiner Ausflug in die wunderschöne Welt der Jobagentur. Haben wir ein bisschen Geld gemacht, witzige Tipps bekommen, können jetzt Doppelzutaten kochen. Ja, sollte erstmal reichen. So, was ist jetzt mit dem? Was ist denn jetzt hier mit Corsario? Der wartet ja schon auf uns. Oder denn nicht, wie gesagt, nach dem nächsten Kapitel holen wir uns noch ein optionales Partymitglied. Ich würde da irgendwie einfach, ich weiß nicht warum, würde da irgendwie dann einfach die Reihenfolge behalten. Alter, da ist er mit seinem Schiff. Eine richtige Kuh hat er ja auch schon. Das ist ja mal geil. Hallo, der Wind steht gut, genau richtig zum Ablegen. Das Wetter wird uns keine Probleme machen, aber... Der ist ja der Typ da oben rechts. Der sieht ja aus. Ey, sogar ein Händler kommt mit. Cool. Hallo. Juhu, jetzt bin ich reich, endlich legen wir ab, Mann, geil. Hart, Steuerbord, hart, Backbord. Ich trainiere meine Stimme. Ihr willst echt mitkommen? Endlich, ich werde auf der Isla Corsaria mein eigenes Geschäft eröffnen. Klein, aber fein. Aber eins macht mir Sorgen. Wenn die Insel unbewohnt ist, wer kauft denn bei mir? Hättest du vorher überlegen können. Wer bist du? Hallo, Schiff Ahoi. Auch ein ganz nettes neues Gesicht, Leute. Oh, sind wir mal ganz besonders nett zu ihm, ne? Mein Bruder, er ist zur Isla Corsaria aufgebrochen und noch nicht zurück. Es ist zwar gefährlich, aber ich habe mich entschieden, mich zu dieser Insel zu fahren zu lassen. Ja, das ist doch voll nett. Dein Bruder freut sich bestimmt. So, ich bin der Kapitän, ey. Geil. Ich hatte immer gehofft, dass ich diese Stadt eines Tages verlassen könnte. Es ist mir völlig gleichgültig, ob wir Piraten oder Geistern begegnen. Immer noch besser als die Rohlinger Rohlinge. Ja. So, können wir los hier. Herr Anführer. Oder wie wollte der nochmal genannt werden? Gut, dass du da bist. Es gibt ja noch ein kleines Problem. Hä? Aber schau dir erstmal dieses Schiff an. Ein wahres Prachtstück, nicht wahr? Ja, voll Deluxe. Das ist die Corsar. Unter all meinen Schiffen ist sie das Kostbarste. Der Anblick ihrer majestätischen Gestalt rührt mich immer wieder. Unvergleichlich, diese elegant geschwungenen Linien. Und wisst ihr, sie ist nicht nur schön, sondern auch ein schnelles und wendiges Schiff. Die Corsar ist einfach... Was? Ihr wollt wissen, wo das Problem nun liegt? Ja, lass aus der Lippe fallen. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wir haben keinen Steuermann. Er ist davongelaufen. Hä? Weil ich dachte, ich bin der Kapitän. Du bist der Anführer, ich der Kapitän. Steuermann braucht man noch? Das kann ich doch machen. Der Steuermann gehört zu den wichtigsten Personen an Bord eines Schiffs. Und die Umgebung der Isla Corsaria ist ein gefährliches Terrain. Ohne einen tüchtigen Steuermann sind unsere Chancen gleich null. Ja, hochverehrter Corsario, wenn ich was sagen darf. Wegen dieses Problems. Ich hätte da eventuell eine Idee. Was gibt es denn, Big Omp? Los, sag schon. Also, hier in Rohling soll irgendwo ein legendärer Seemann leben. Sein Name ist Bart Omp. Angeblich ein griesgrämiger alter Kauz. Aber es soll niemanden geben, der geschickter mit dem Steuer umgehen kann als er. In letzter Zeit hat er sich allerdings scheinbar von der Seefahrt zurückgezogen. Ist wohl kein Geld mehr mitzumachen. Gut, dann müssen wir wohl diesen Bart Omp finden und für unser Vorhaben gewinnen. Ja, ich soll das machen, stimmt's? Für diese Aufgabe scheint mir Kapitän Mario genau der Richtige zu sein. Ja, natürlich. Irgendwelche Einwände? Okay. Gut. Alles klar. Gönn. Okay. Ja, klar. Super. Wer hätt's gedacht? Beschlossene Sache. Also, Mario, du wirst uns umgehend diesen Bart umherbringen müssen. Ja, klar. Mach ich dort glatt. Leute. Dann geht's beim nächsten Mal richtig weiter mit dem Kapitel Hauptstories
Wir müssen diesen Bart umfinden. Oh Mann, ey, wo mag er nur sein? Wo mag er sein, Leute? Na, ich wisse doch noch, kein Problem. Aber es wird noch ein bisschen dauern wird's aber. Weil der muss echt, wenn da so ein Grießkram ist, wie die behaupten, wird wohl Überredungskunst vonnöten sein. Ciao, ciao!